Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dead Rising 4. Wir haben in der letzten Folge die Überreste des Konvois verfolgt und haben eine Art Super-Zombie gefunden, die erstens sauschnell sind und auch saustark waren. Ich bin jetzt gerade dabei, hier die nächste Hauptmission durchzuführen, denn den Super-Zombie können wir erstmal nicht weiter untersuchen bzw. verfolgen. Und deswegen sollen wir uns jetzt mit Dr. Blackburn treffen, die sich ja gemeldet hat. So, jetzt bin ich gerade am gucken. Okay, einfach runterfahren. Und dann kommen wir bald hoffentlich dahin, wo ich hin will. Also das ist ein bisschen kacker, aber gut. Wir kommen wenigstens weiter. Und das ist schon mal die Hauptsache. Ich glaube, bei Mr. Frank ist echt eine Sicherung durchgebrannt. Mindestens eine. Da ist wieder ein Überlebender, glaube ich, oder? Ich mache keine Ärger. Ich will nur überleben. Bitte, jemand muss mir helfen. Da fliegt die Rakete vorbei. Klar. Ey, das ist so dumm. Wie mich das nervt, Mann. Es gibt's doch nicht. Verfolgt doch einfach mal den Spacken da. Es nervt mich richtig hart. Boah, es ist dumm gemacht. Du bist cool drauf, aber ich muss hier auf jeden Fall weg. Hey, das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, ihr seht ja, wir müssen immer mehr Überlebende einsammeln. Ich weiß nicht, ob es am Ende her wichtig wird, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und bevor ich hier noch irgendwelche Waffen verbrauche, sollten wir uns weiter zur Hauptquest durchkämpfen. Mal gucken, wie Dr. Blackburn drauf ist. Gib auf! Ja! Er konnte jetzt wenigstens singen, I believe I can fly, ne? Da kann er sich auch endlich freuen. Ey, das ist so dumm, wo mich die Wege hinführen. Anstattet dafür nicht echt mal so eine Art Wege für Fahrzeuge geben würde. Ja, das wäre viel besser, als dass ich immer wieder selber nachgucken muss. Das kostet nämlich eine Menge Zeit hier, der ganze Kack. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin gerade mal hier. Ich habe jetzt keine Zeit hier für den ganzen Scheiß. Was zum? Jetzt bin ich weitergefahren. Ey, leck mich doch am Arsch, ey. Das ergibt doch keinen Sinn, Junge! Mann, wo schießt er denn hin, Alter? Ja, nee, auf sowas habe ich echt keinen Bock, Mann. Das macht einfach nur schlechte Laune, der Scheiß. Bleib auf deiner Spur! Ey, was soll ich sagen?
Die haben mich schon wieder voll falsch hingeführt. Mann, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ey, auf so eine Scheiße habe ich echt keinen Bock. Aha. Boah, ey, also das mit der Wegfindung ist ein schlechtes Tier in Dead Rising. Nimm halt den Zebrastreifen! Oh, Junge, ist das scheiße, ey. Hey, Brad, kannst du eine Obscurus-Wissenschaftlerin ausfliegen lassen? Wäre mir ein Vergnügen. Und ich habe auch schon den nächsten Wick-Report. Hörst du an? Ich hörte, der Hinterhalt endete in einer wilden Schießerei. Keine Ahnung, ob Hammond das überlebt hat. Der Zweck heiligt die Mittel, oder? Leute ausnutzen für die nächsten Story-Fitze? Das ist genau das, was Frank tun würde. Ja, Vic, ich bin das fleischgewordene Böse in der Welt. Naja, du hast einen gefesselten Typen in einem dunklen Raum 50 Meter von der Krankenballerei liegen lassen. Ach was, dem ging's gut. Klar, super gut. Ich check mal wegen der Evakuierung. Park out. Arschloch. Naja, eigentlich, Frank, bist du das Arschloch, weil dich interessieren halt die anderen nicht, sondern nur dich, beziehungsweise du selbst und... Oh Gott, Mann, ich wollte gerade was trinken, Mann, Alter. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Alter, ist das scheiße. Sofort auf! Boah, ist das dumm gemacht. Ey, da... Ich wollte gerade einen Schluck trinken, ja, und dann kommen die scheiß Viecher um die Ecke gerannt. Naja, Ende gut, alles gut. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, ob es denn so kommt, ne? Oder ob wir denn zu wenig für die Stadt gemacht haben. Weil damals war es nämlich so, hast du, ich sag jetzt mal, warst du nicht schnell genug und hast du nicht genug Überlebende gerettet, dann, ja. Was kacke. Dann kann er nur das da hinten sehen. Alter. Beweg dich doch mal jetzt! Wo schießt du denn, Alter? Ey, das ist Kacke. Verfluchter Mist. Was zum... Oh, super. Ich hab da was für dich, Alter. Und für dich auch. Hat er gerade gesagt, ich soll mich selber knallen? Ich werde dir nicht los. Oh, tut mir jetzt aber leid. Zu viele. Es reicht. Okay. Hack die doch einfach alle tot, Mann. Frank. Mann, nimm doch mal die ganzen Scheiß auf! Wenn es etwas gibt, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist es genau der Scheiß. Und jetzt muss ich da rein, ne? Okay. Geh doch. Sie müssen mich hier rausbringen. Die keine whoa, Bewegung. Whoa, ganz ruhig. Frank? Vic? Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich konspiriere zumindest nicht mit einer paramilitärischen Gruppe. Ich nicht, Vic. Das mache ich nicht.
Und ich foltere keine Frau für eine Schlagzeile, während ein paar durchgeknallte Hohlköpfe die Tür bewachen. Das mache ich auch nicht. Das meinen Sie mich. Klappe! Das mache ich nicht. Was machst du hier überhaupt? Ich habe echt Probleme, dir das abzunehmen. Ich will herausfinden, für wen die Soldaten arbeiten. Wie der Ausbruch begann und was sie da gemacht haben. Du hast Hammond und ihre Leute in Gefahr gebracht. Beinahe wären sie tot, weißt du das? Ist dir das bewusst? Commander Fontana wollte niemanden töten. Aber dann haben Toms Leute zuerst angegriffen. Und du glaubst das? Wie naiv bist du eigentlich? Oh. Hallo? Klappe zu! Nein, ich weiß, worum es hier geht. Du bist scharf auf eine fette Story, die ultimative Enthüllung. Das ist alles, um das es sich für dich dreht, oder? Nimm dir, was du brauchst und hol dir die Kohle. Verschwinde, du Anfänger. Ein Aasgeier. Das ist alles, was du bist. Wir müssen hier weg. Die könnten zurückkommen. Und wer war das? Eine Freundin von Ihnen? Nur eine verirrte Seele. Was wollen Sie mir sagen? Unsere Forschung bei Obscurus. Sie basiert auf einem Projekt, das vor 15 Jahren aufgegeben wurde. Vor 15 Jahren? Also beim ersten Ausbruch? Ja. Das Projekt wurde in einem Geheimlabor durchgeführt. Irgendwo hier in Willamette. Und lassen Sie mich raten. Obscurus hat nach diesem Geheimlabor gesucht? Wie besessen. Woran da gearbeitet wurde, hatte das Potenzial, die Natur der menschlichen Existenz an sich zu verändern. Wow, Scheiße. Hier, schauen Sie. Machen Sie ruhig ein Foto. Ja, würde ich ja gerne. Ach, ziemlich verkackt. Hä? Ich verstehe den Sinn hier nicht. Na komm, Frank. Was denn für ein Rahmen, Alter? Ey, das Spiel geht mir lange echt auf den Sack. Das meine ich nicht mal als Spaß. Das Foto zeige ich lieber niemandem. Nichts geworden. Der Winkel stimmt nicht. Was denn? Willst du mich jetzt rollen? Was für ein Winkel, Alter? Es macht keinen Sinn, das gesamte Spiel. Du willst ein Profi sein? Ich drehe ja gleich am Rad. Ich drehe ja gleich richtig am Rad. Da erkennt man fast nichts. Was willst du denn? Denn sag es mir doch. Nein. Da fehlt irgendwas. Alter, ich drehe gleich am Rad. Wirklich, das Spiel ist scheiße. Anstatt es mir mal sagt, was ich genau machen muss. Nö. Ich versteh's nicht. Ey Leute, ich versteh's nicht. Ganz ehrlich, das ist so dumm. Was ist das denn für eine Scheiße? Was haben wir denn da? Wo soll ich das Foto machen und in welche Richtung? Sag es mir doch einfach mal. Soll ich sie dabei drauf haben oder was? Was soll das, Frank? Das war nichts. Was willst du denn von mir, Alter? Kein gutes Foto. Ey, nee, mach kein Spiel aus, das ist mir zu blöde. Soll ich das Foto machen, ja? Oder wie? Was denn nu? Aha. Klar, und Heilige, das ist Dr. Barnaby, der Vater aller Zombies. Er steckte hinter dem Geheimlabor und dem Forschungsprojekt. Alter. Beides wurde aufgegeben nach seinem Tod 2006.
Sie wissen, wo das Labor ist, oder? Wir waren jahrelang Kollegen. Ich schwöre auf das Leben meiner SD-Karte, wenn Sie mir sagen, wo das Labor ist, kaufe ich Ihnen einen Helikopter. Dann gehen Sie zur Golden Apple Winery. Barnaby hat damit das Labor getarnt. Schauen Sie sich im Keller um. Das werde ich. Eine Frage noch, Dr. Blackburn. Was hat das mit der Katze auf sich? Was? Ach, er hat das blöde Vieh geliebt. Passen Sie auf. Das Kampfgeschehen wird die Horde angelockt haben. Im anderen Zimmer ist ein Exosuit. Ziehen Sie den an und lenken Sie sie ab, damit ich flüchten kann. Los! Also ganz ehrlich, Leute. Ich find es kacke, dass manche Sachen hier nicht erklärt werden. Okay, das versuche ich mal. Los, Mr. West. Sie müssen sie weglocken. Was soll ich jetzt machen? Mein Gott, Alter. Weihnachtsglocke plus Handschuhe. Okay, warte mal. Da haben wir die... Und jetzt brauche ich noch Handschuhe. Oh, wo sind die jetzt? Oh, Gottes Willen. Sie werden das, was Sie suchen, im Labor finden. Jetzt halt doch mal dein Maul, ey. Ich will hier was suchen, Mann. Also was gibt mir echt auf die Eier? Stickstoff, ja, könnte ich machen. Also ich, Leute, ganz ehrlich... Ich brauche Handschuhe. Ich hab zwei. Ich will raus aus Gott! Was für ein Exosuit? Der da drin oder was? Ich sag ja, das Spiel macht keinen Sinn. Mann, Alter, du backst auch überall fest. Ich schleiche mich hinten raus. Ja, ja, Sie komm halt dein Maul. Oh! Ich hab doch schon ein Exosuit, Mann. Warum sind hier jetzt vier Exosuits? Was macht denn das für einen Sinn? What? Oh ja, jetzt kommt der Spaß. Okay. Es wird immer besser. Eine Minigun, was Eis verschießt, oder was? Wo geht's denn? Achso. Lasst mich in Ruhe! Alter, das ist immer mega fett. Eismann ist da, Alter. Okay, das ist jetzt schon wieder geil. Ah ja, da vergesse ich jetzt, wie lange das gedauert hat, das scheiß Bild da zu finden. Wie will sie überhaupt entkommen? Oh mein Gott, ist das geil! Oh
Okay, gehen wir weiter. So sieht's aus. Die zu zerschlagen, also wenn sie zu Eis gefroren sind, ist natürlich mega geil. Ich bin auf dem Weg zur Weine. Ich hoffe, dort die Beweise zu finden. Roger. Aber wir erzeugen noch nebenbei einen Blizzard. Okay. Überlebender wird angegriffen. Okay. Dabei. Viel Glück. Ja, danke. Scheiße, weg. Muss ich jetzt nicht schon 9 Überlebende haben? Hab doch schon vorhin 8 gehabt. Ich habe fertig. Ich auch. Es ist auf keinen Fall übertrieben. Alter, wie viele Credits du vor allem dadurch kriegst. Na ja, klar. Mann, lass mich in Ruhe! Ja, na, aber klar doch! Oh Gott, was ist das denn? Aber erstmal ein Humvee fahren. Du hast keine Chance! Ich hab ne Chance. Ihr nicht, aber ich schon! Also nicht, die ich dir geschickt habe. Echt kranke Infos. Sei erlöst, mein Freund. So. Obscurus ist hier. Ja, ist ja wohl klar. Hallo. Wie die Fliegen gelernt hat gerade. Okay, warte mal. Ich brauche mal kurz ein Medica-Kit. Okay, bis jetzt sieht's noch gut aus. Also da werde ich nicht austauschen, ist ja Quatsch. Barnabys Geheimnisse lüften. Ob wir das jetzt in dieser Folge noch schaffen, weiß ich nicht. Aber das werden wir noch früh genug erfahren. Warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Ist das nicht eigentlich die Farm von... Lern fliegen, Kumpel. Alles in Ordnung. Ich. Okay. Golden Apple Winery Vineyards. Hört sich natürlich auch lustig an. And Vineyards eigentlich. Was haben wir denn hier drin? Eine Autobatterie. Da kann man wahrscheinlich früher oder später auch was draus machen. Wow, schicke Hütte, Barnaby. Ja, finde ich auch. Ich höre schon wieder irgendwo ein Telefon. Da ist auch ein bisschen Wein. Was ist das hier? Brieföffner. Ah ja, stimmt. Ob du daraus auch eine Spezialwaffe machen kannst?
Wenn ich ein Geheimlabor wäre, wo wäre ich dann? Hier oben ist nichts. Glaubst du? Tja, Commander Bandana hat sich nicht in die Karten blicken lassen und mir jede Menge Blödsinn erzählt. Sie sagte, der Ausbruch sei Folge terroristischer Anschläge und Frank und ich hätten auch Schuld daran und bla bla bla. Und sie behauptete, dass Dr. Diane Blackburn am Ground Zero gestorben wäre. Aber Augenzeugen haben Blackburn auch nach dem Ausbruch noch lebend gesehen. Das bedeutet, dass Fontana nicht will, dass ich sie finde. Und das bedeutet, dass ich eben noch intensiver nach ihr suchen muss. Macht natürlich Sinn, Vic. Aber das Geheimlabor erstmal zu finden ist natürlich, ja. Das ist jetzt nicht gerade einfach. Aber warte mal. Was ist das denn? Oh, ja, geil, ein Schwert. Also ich soll auf jeden Fall unten suchen. Also für mich ist klar, es ist hier definitiv. Ach, hier unten vielleicht. Oh, Mann. Vielleicht hier? Ey, wenn der Blutspur folgen, oder? Was haltet ihr davon? Hier hört es auf einmal auf. Da geht's so weiter. Werde ich besser im Auge behalten. Jo. Wir haben schon mal 4 von 5 Zombie-Tags. Ist natürlich auch geil. Sofort. Was war da denn los? Eine Explosion. Vielversprechend. Ja. Irgendjemand ist aber schon da. Und Obscurus weiß bestimmt Bescheid. Warte mal. Sturmgewehr. Achso, ich konnte nichts austauschen. Schade eigentlich. Oh, was ist hier? Hey Brad, ich hab das Labor gefunden, aber Obscurus war schon vor mir da. Haben die was zurückgelassen? Ja, vielleicht. Recherche beginnenden? Was haben wir denn? Ah, okay. Perfekt. Scheiße! Sie haben Barnabys Computerkram mitgenommen. Hätte ich doch nur allzu gern. Was ist das denn? Oh. Käfigschlüssel. Warte mal, dann muss ich bestimmt Ditte untersuchen, wa? Weil mich schon wieder so komisch aussieht. Nee. Okay. Alle Akten weg. Scheiße. Abgeschlossen. Oh, nee. Na, kümmere ich mich später drum. Wieso denn? Ach so. Ja, stimmt, da war ja was. Irgendwas fehlt da wohl noch. Meint er jetzt dit hier? Aha. Da können wir was scannen. In Ordnung.
Vielleicht eine andere Perspektive? Nee. Mr. Flamel? Was zur Hölle ist das? Barnaby scheint diese Katze wirklich geliebt zu haben. Verdammt, Obscurus hat alles mitgenommen. Ja, die Sachen sind jetzt bestimmt in einem Tresorraum in der Basis. Super, dann muss ich ja nur eine schwer bewachte Festung mit Profikillern stürmen und die Sachen da rausholen. Moment, da ist noch eine Tür. Ach, jetzt weiß ich, was er vorhat. Vielleicht gab's da etwas, was sie nicht öffnen konnten. Das wäre natürlich geil. Ich hoffe nur, da ist jetzt kein Endboss drin, weil das wäre jetzt echt kacke. Ob das F-L-A-M-E-L... Ja, das passt. Barnaby, du Vollidiot. Öfter mal was Neues. Okay, Fotos. Jede Menge Fotos. Da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Und ich würde mal sagen, das sollten wir uns auf... Ja, für die nächste Folge aufheben. Denn es könnte sein, dass wir hier noch irgendwie was ganz Spezielles erleben. Meiner Meinung nach. Oh, da ist rum. War er wohl ein Säufer? So, dann tauschen wir mal das gegen den Revolver aus. Oh, Sturmgewehr. Warte mal, haben wir noch... Ja. Perfekto. Haben wir noch eine Piste. Also ganz ehrlich, wenn ich das alles hier sehe, dann weiß ich, dass hier ein Bosskampf noch stattfinden wird. Und zwar in der nächsten Folge, das weiß ich. Ja, sieht mir schon so ein bisschen komisch aus. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen ausgeflippt bin, aber ey, das war schon echt ein bisschen kacke, herauszufinden, was genau fotografiert werden musste. Naja, was soll's. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wie gesagt, einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.